Dort sind wir schon dran. Und das Common Understanding, also das Dokument, das du hier umschreibst, was wir in der exploratorischen Phase und in den Sondierungen abgemacht haben, das tut genau umschreiben, was jetzt als nächstes passiert. Wir müssen jetzt einen Vertrag mit der EU aushandeln. Das ist das Specific Agreement. Das ist der Grundlagenvertrag, für das man überhaupt kann mitmachen. Aber ab dem Moment, wo wir diesen Vertrag anfangen, besprechen und verhandeln, und das ist sobald, dass wir unser Mandat haben und die EU auch ihr Mandat hat, also am Anfang vom zweiten Trimester, allerspätestens, schon ab dem Moment können die Schweizer Forscher und wir mitmachen bei Horizon, wo sie dann ab 24 dabei. Wenn ihr so fragt, dann gehe ich zurück zu meiner Ausbildung, oder? Wo eine freiburgische Ausbildung ist. Primarschule Tüdingen und Saint-Michel zu Freiburg Matura und besonders das Ausstudium an der Universität Freiburg. Und diese Ausbildung in diesem starken Bildungskanton Freiburg hat mir das Instrument gegeben, ein guter Bundesbeamter zu sein, ein guter Diplomat zu kommen und die Arbeit können, erfolgreich zu machen, die ich bis jetzt geleistet habe, und meinen bescheidenen Beitrag an eine gute schweizerische Aussenpolitik zu leisten. Es ist ging Lebensmittelpunkt, wird das für mich ging bleiben. Und auch jetzt in der letzten Phase, bevor ich auf Bern zurückgekommen bin, zu Genf war, habe ich zu Freiburg gewohnt. Also bin ich pendelt. Ganz, ganz ein starker Kontrast, das ist klar. Aber ich glaube, von dem kann man sich auch ernähren, zu wissen, von wo dass man kommt, verbunden zu sein mit der Scholle, mit einer starken Region, ein starkes emotionales Attachement zu haben an einem Lebensmittelpunkt, hilft eben auch in einer grossen Weltstadt, in einer Metropolis, in sich zu finden. Um selber zu sein, also in sich ruhend zu bleiben. Wahrscheinlich habe ich das Gefühl, dass das, was ich gerade mache, ist das Beste, was man machen kann auf der Welt, und dass das Departement mir gerade den besten Posten gibt. Also jetzt bin ich hier und das tut mir absolut faszinieren. Ich muss schon sagen, dass natürlich London ein ganz faszinierendes und stimulierendes Jahr war. Ich glaube, ich habe mich fasziniert für das Land, für unsere Institutionen und für das Schicksal der Leute, die in diesem Land wohnen. Und auch gerne natürlich in Neigung gegeben, dem können zu dienen in einer internationalen Kapazität, also mit dem Blick auf das Internationale, also die Stellung unseres Gemeinwesens im Konzert der Nationen. Das ist mir eine wahnsinnig motivierende Aufgabe durch noch bis heute.